Ja, wenn der Tag gelaufen ist, dann gibt es nochmal einen kleinen Test von einem Schweißhelm. Und zwar habe ich hier heute, wie schon versprochen, den Weldinger Panorama Automatik-Schweißhelm. Und wir werden im ersten Teil des Videos den Helm kurz begutachten. Im zweiten Teil gucken wir uns die Daten und Fakten zu dem Helm an. Und im dritten Teil gehen wir in die Praxis, in die Werkstatt, schweißen mal ein bisschen mit dem Helm und gucken wir, ob der auch wirklich hält, was er verspricht in der Praxis. Denn nur auf die Praxis kommt es ja eigentlich drauf an. So, jetzt wollen wir uns den Weldinger Panoramahelm mal etwas genauer angucken. Als erstes fällt natürlich immer das gigantische Sichtfeld auf. Ja, das ist wirklich riesengroß. Und kann man hier auch mal reinleuchten, sieht man das auch. Das ist 92 breit, 98 hoch. Das ist wirklich groß. Und da gibt es so ein bisschen die High-End-Klasse, da findet man sowas. Von Speedglass gibt es, glaube ich, so eine XXL-Variante, 9100XX oder XXL. Die haben ein vergleichbares großes Sichtfeld. Ansonsten sucht man da wirklich lange. Und bei den Helmen, sage ich mal, so unter 100 Euro habe ich sowas eigentlich eher weniger gesehen. Ja, das Ganze hat auch richtig schön Spiel hier vorne, sieht man. Bisschen bis zum Helm. Also ist alles so ein bisschen großzügiger geschnitten. Da kommt man auch problemlos mit einer Brille drunter klar. Hier oben links ist das Batteriefach. Da ist die Batteriestandsanzeige. Die blinkt dann, falls die Batterie alle ist. Und ja. So, ansonsten finde ich so der erste Eindruck von dem Helm, der sieht stylisch ganz gut aus. Dieses Kunststoff hier oder so, das fühlt sich nicht billig an wie aus dem Kaugummiautomaten. Das Helmband hier von wegen bietet diverse Verstellmöglichkeiten. Hier in diesem Aufkleber habe ich schon ein bisschen rumgefummelt. Man kann das groß-klein machen natürlich. Es hat hier oben zwei Bänder, die so ein bisschen die Kraft verteilen. Vorne das Stirnband ist so ein bisschen mit Schaumstoff gepolstert. Es nimmt den Schweiß auf, macht das Ganze ein bisschen weicher. Also ist schon so ein bisschen gehobenere Low-Budget-Qualität, sage ich mal. Und ganz interessant sind auch die Einstellungen hier an der Seite. Dieses Sensibilität hier. Und Delay, das hat eigentlich jeder Helm. Das heißt, ich kann hier einstellen, wie schnell der verdunkelt, wie sensibel der ist. Und ich kann hier diese Aufhellzeit einstellen. Als nächstes habe ich hier natürlich ganz normal von 9 bis 13 kann ich die Verdunklung stufen. Und ich habe hier noch die tolle Möglichkeit, ich kann hier umstellen auf 5 bis 8. Dann habe ich nochmal von 5 bis 8 die Verdunklungsstufen. Das ist interessant, dann kann man den Helm als dunkle Brille benutzen, zum Beispiel zum autogenen Brennschneiden oder zum Vorwärmen. Oder acht ist auch, wenn man Wick schweißt, zum Beispiel mit einem ganz kleinen Strom, mit 20, 30 Ampere und ganz dünnes Material verarbeitet, dann ist acht auch wieder interessant. Ja, das ist so eine schöne Zusatzfunktion. Das haben relativ wenige Helme, das haben sonst, ich habe einen 9100 von Speedglass, von 3M. Der hat auch 7 und 8, kann ich da noch anwählen. Und ja, das nütze ich mal eher selten, aber ich habe damit auch schon autogen brennen geschnitten, also mit Acetylensauerstoff. Und da kommt das dann auch zum Einsatz. Kann man den Helm halt auch gleichzeitig so als dunkle Brille zum Brennschneiden oder Vorwärmen benutzen. Sehr schön. Dann ist hier noch die Funktion Weld und Grind. Weld ist Schweißen, Grind ist Schleifen. Und damit kann man. Man hat folgende Funktion, wenn man mit so einem selbstverdunkelnden Helm, wenn man mit dem schleift, dann lösen die Funken meistens auch den Helm aus. Das heißt, der Helm verdunkelt immer bei jedem Funken und man kann da nicht vernünftig mit schleifen. Und da kann man hier auf diese Funktion stellen und dann verdunkelt der in dem Moment nicht und ich kann da vernünftig mit schleifen. Ich würde den nie als Ersatz nehmen für einen Schleifhelm, dafür ist er einfach zu schade für. Aber es gibt so Sachen, sage ich mal, wenn ich in größerer Höhe arbeite, dass ich da nicht irgendwo noch einen Schleifhelm mitnehme. Es ist einfach eine praktische Sache in manchen Fällen. Wenn ich in engen Räumen, wenn ich irgendwo hinkrabbeln muss oder so, kann man immer, oder wenn man zum Beispiel, man schweißt irgendwo Elektrode, dann muss man mal kurz irgendeinen Schlackerest befreien, bevor man da wieder weiter schweißen kann oder so. Dann hat man immer gleich diesen Helm, einfach einen Klick und man kann damit schleifen. Ja? Aber es ist nicht jetzt dafür geeignet,
Wenn ich massive Anpassarbeiten irgendwo machen will, eine halbe Stunde mit Trennscheiben irgendwas auseinanderschneide, dass ich den Helm dafür benutze, sollte man eher nicht machen oder kann ich zumindest nicht empfehlen. Muss aber jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Funktion, die auch wirklich nicht jeder Helm hat. Und wenn ich dann diese Funktionen zusammenzähle, dieses riesige Panoramafeld, ich habe einen richtig großen Abstand, dass ich da auch eine Brille drunter tragen kann. Ich habe hier die Funktionen zusätzlich von 5 bis 8 und ich kann damit auch schleifen. Dann ist das ein ganz schönes Paket und das Paket werde ich mir nochmal angucken in der Praxis, ob das auch alles so funktioniert, wie schön das Sichtfeld ist. Und die Einstellungen von 5 bis 8 kann ich mir natürlich nochmal angucken und schleifen werde ich mit dem Helm auch mal ausprobieren, ob er dann wirklich nicht verdunkelt. Ja, wir nehmen uns schnell die Daten und Fakten des Helms vor. Und zwar, wir haben Automatikschweißhelm mit extra großem Sichtfeld von 98 mal 90 mm, was wirklich gigantisch groß ist, was mir auch richtig gut gefällt. Wir haben eine ergonomische Passform. Wir haben vier Sensoren und der Hersteller gibt an, ab 8 Ampere Schweißstrom zeigt der Schweißhelm zuverlässige Reaktionen. Das werde ich natürlich nachher auch mal probieren und werde mal wirklich mit 8 Ampere, was natürlich gigantisch niedrig ist, werde ich mal einfach zünden, mal gucken, ob er dann auch schön verdunkelt. Vier Sensoren bedeutet, er hat vier Sensoren, die die Verdunklung in Gang setzen können. Und wenn man dann ein oder zwei Sensoren mal irgendwo verdeckt, ist das gar kein Problem. Schutzstufen von 5 bis 13 hatte ich auch schon gezeigt. Von 5 bis 8 ist auch eigentlich nicht ganz so üblich. Die meisten haben nur von Stufe 9 bis 13. Super schnelle Reaktionszeit, ja, das muss sein, um unsere Augen nicht zu gefährden. Werden wir gleich mal kontrollieren, ob das in der Praxis auch merkbar ist, dass da wirklich nichts bei den Augen ankommt. Es gibt immer billige Helme, da ist so der erste Blitzer ist für den Schweißer. Das ist eher schlecht. Wir haben die Schleiffunktion, habe ich auch schon vorgestellt. Wir haben eine Solarstromversorgung mit zusätzlicher Stützungsbatterie. Also hat man Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen. Das heißt, normal braucht die Haube keinen Strom von der Batterie, aber halt in ganz dunklen Räumen oder irgendwo ganz beengten Räumen oder so ist es auch möglich, oder im Dunkeln ist es natürlich auch möglich, dass der Helm mit Batterie funktioniert. Er wiegt 635 Gramm, das habe ich nachgewogen. Mein Speedglass 9100, der wiegt 605 Gramm und der Speedglass 100, die bisschen günstigere Variante, die wiegt 998 Gramm. Also, dass man da so ein bisschen einen Vergleich hat, was richtig gute Helme wiegen. Wie gesagt, wenn man mit meinem Speedglass 9100, da sind 30 Gramm, das ist ja nichts. Also ist wirklich ist ein angenehmes Gewicht. Viel Platz für Brillenträger hatte ich eben auch schon erwähnt. Das ist auch was sehr Positives, dass man da wirklich ein bisschen Abstand hat und man nicht ganz dicht vor der Scheibe hängt. Das waren mal so schnell die Daten und Fakten ein bisschen zusammengepackt. Und wir gehen jetzt in eine Werkstatt und gucken uns das ganze Ding nochmal in der Praxis an. Ja, in meiner kleinen Werkstatt habe ich hier ein altes Vierkant-Edelstahlrohr. Ist mal ein Rest von einem Projekt von mir, was übrig geblieben ist. Und darauf werde ich jetzt schweißen, bis der Arzt kommt. Ich mache das immer so standardmäßig so ein bisschen, dass ich ein bisschen schweiße und bestimmt so 200 Mal zünde und kann da dann wirklich feststellen, schon alleine an meiner Reaktion meiner Augen, wenn ich da irgendwas hätte von wegen, man merkt das, wenn man relativ viel zündet und die Hauben verdunkeln nicht zuverlässig, ja, dann merkt man, das ist so der Eigenversuch. Das mache ich eigentlich mit allen Hauben immer und man sieht hier links, dass das wirklich sehr zuverlässig verdunkelt. Ich fand das Sichtfeld gigantisch, sieht man jetzt hier mal richtig schön, und mache hier in diesem ersten Test, man sieht ja auch, wie viel ich auf diesem Rohr insgesamt rumgeschweißt habe. Also ich mache das nicht einfach nur zweimal heften und dann ist gut. Ich habe auch noch paar Sachen geschweißt jetzt die Tage. Da habe ich den Helm auch schon mal für genutzt. Hat auch sehr gut funktioniert. Hier zu Anfang habe ich mit 200 Ampere, also wirklich mit richtig Dampf geschweißt. Das da unten links ist meine Supertick. Und bin dann hinterher auf kleinere Ströme rübergegangen. Das sehen wir gleich. Wirklich beeindruckend war dabei natürlich das gigantische Sichtfeld. Ich hatte hier Verdunklungsstufe 10 und jetzt bin ich auf Verdunklungsstufe 9 gegangen und habe nur noch 20 Ampere.
20 Ampere deswegen, weil viele Hauben haben gerade mit diesen kleinen Strömen Probleme, dann auch noch zuverlässig zu reagieren. Das sagt man auch manchen Markenherstellern nach. Bei mir die 20 Ampere, die haben auch wunderbar funktioniert. Und ich habe es dann nochmal aufs Extrem getrieben. Der Hersteller behauptet, ab 8 Ampere verdunkelt die Haube. Darum bin ich nochmal auf 8 Ampere gegangen. Das ist ja aber eigentlich wie sonst so ein Zündstrom oder sowas. Und funktioniert auch. Schmilzt hier natürlich gar nichts mehr auf. Macht das Blech nur noch ein bisschen schwarz, mehr nicht. Aber ansonsten, Sichtfeld ist gigantisch. Die Haube funktioniert sehr gut. Hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Muss man so einordnen. Zwischen Billigmodell und ganz teurem. Wer so ein bisschen sich ein bisschen mehr gönnen will, aber keine 300, 400 Euro ausgeben will, der ist mit sowas gut beraten. Und wer natürlich so ein riesen Sichtfeld haben will, wo man wirklich alles gut im Überblick hat, der ist mit sowas natürlich auch sehr gut beraten. Hier nütze ich nochmal diese Schleiffunktion. Das war auch mal so ein Test, ob sie dann verdunkelt. Wenn ich sie auf Grind stelle, verdunkelt sie nicht mehr. Wenn ich sie auf Welt stelle, dann der Funkenflug, dann reagiert die Haube schon. Das ist ja auch gerade Sinn dieser Funktion. Im Großen und Ganzen hat die Haube auf mich einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht. Gerade sehr positiv ist natürlich dieses gigantische Sichtfeld, der große Funktionsumfang und was die Haube alles so bietet. Man muss die so einordnen zwischen teuer und billig, hatte ich eben schon gesagt. Das heißt, wer nicht nur 30 Euro ausgeben will, aber keine 300 oder 400 und trotzdem einen großen Funktionsumfang haben will, der ist bei dieser Haube sehr gut aufgehoben. Ich hoffe, der Test, der hat euch gefallen. Und schreibt mal was in die Kommentare, ob euch das gefallen hat, nicht. Irgendwie Anmerkungen, ob ihr auch Erfahrungen habt. Ob ihr nochmal andere Helme habt, dann schreibe ich diese Hersteller immer an, ob sie mir mal so einen Helm zur Verfügung stellen. Und wo ihr mal einen Test von haben wollt. Und ansonsten Daumen hoch, freue ich mich immer drüber, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und viel Spaß beim Schweißen und bis zum nächsten Video.